Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem Verhaber DLC. Ich bin jetzt in Arcadia und eine Etage tiefer. Und habe festgestellt in der letzten Folge schon, dass hier eine Menge Leute sind. Ich werde mal die Ansicht ändern. Gut, dann... Kann ich dir was abnehmen? Nein, noch nicht, mein Guter, noch nicht. Ich muss aber irgendwie eine Etage tiefer, aber ist jetzt erstmal nebensächlich. Denn ich will ja jetzt hier alles kennenlernen. Aha. Nick, du sitzt dich auch von einem Platz zum nächsten, oder? Tun dir die Knochen weh? Ach, ist das schön alles im Einsamen. Oh, Stimpex. So, dann... Nee, ich wollte nicht herstellen. Verlassen? Danke. Blutblatt? Aha. Flaschenkürbis. Du hast also einen Großteil unserer Insel gesehen? Was sagst du dazu? Du lebst doch hier. Was denkst du über die Insel? Sarkastisch? Entschuldigung, meine Stimme. Idyllisch. Hat so ein brennt alles nieder und salzt die Erde Zauber. Wie kommt da der Begriff Drecksloch in den Sinn? Ja, das würde ich fast sagen. Die Insel besitzt ihr ganz... Geht's dir gut? Ihre ganz eigene Schönheit. Ja, mir geht's gut. Ich frage... Du lebst doch hier. Was denkst du über die Insel? Nun, ich finde sie sehr interessant. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher. Aber es hat sich angepasst und es wird sich weiter anpassen. Lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Und dann müssen wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Was genau machst du hier? Ich tue so viel ich kann mit meinen begrenzten Ressourcen. Ich katalogisiere Tiere, beobachte evolutionäre Entwicklung und stelle Daten für zukünftige Generationen zusammen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe, falls du welche brauchst. Da Dima dich akzeptiert hat, bin ich gerne bereit zu helfen. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Das war hier ursprünglich ein Ort der Wissenschaft. Gefällt mir. Fühlt sich irgendwie vertraut an. Ich meine nicht das Institut, wenn ich zu Hause sage. Entschuldigung. Es ist eher, wie sagt man, das abstrakte Gefühl, irgendwo hinzugehören. Wir gehören alle hierher. Auf unsere Weise. Dima gebührt Dank dafür. Kann ich nochmal? Kann ich dir helfen? Also, was ist deine Geschichte? Das gleiche wie die anderen. Ich floh aus dem Institut, weil ich das Gefühl hatte, gefangen zu sein und in ständiger Angst zu leben. Ich wollte mich aber nicht verstecken. Dadurch hätte ich das verloren, was mich ausmacht. Ergibt das einen Sinn? Mein Leben zu verlieren wäre eine Sache. Aber meine Identität? Das wäre unerträglich. Zum Glück kam es nie dazu. Also, hier bin ich. Hallo. Kann ich dir helfen? Ein Arzt wäre nicht schlecht. Nun, außer mir findest du hier in der Nähe keinen anderen. Na, fühlst du dich krank? Du hast doch Erfahrungen mit Medizin, richtig? Lesen zählt auch als Erfahrung, stimmt's? Oder zumindest fast? Bleib locker. War nur Spaß. Das meiste. Kein Interesse. Also gut. Okay, mal sehen, ob noch was geht. Kann ich dir helfen? Ich helfe dir gern bei deiner Forschung. Oh, nun. Wie nett von dir. Okay. Was könntest du für uns tun? Auf dieser Insel gibt es eine Blume. Eine Astersorte. Die hat erstaunlich gut überlebt. Sie hat nicht mehr diese leuchtende Farbe wie früher, soviel ich weiß.
Wie noch vor dem Krieg. Ich persönlich mag sie sehr, aber in letzter Zeit habe ich ihre chemischen Zusatzeigenschaften untersucht. Wenn du mir ein paar neue Proben besorgen würdest, käme meine Forschung schneller voran. Ich kann dir ein paar Kronkorken anbieten, wenn es das für dich interessanter macht. Entschuldigt, meine Liebe, meine Stimme, die versagt. Was soll das überhaupt alles? Ich halte die Augen nach weiteren Blumen offen. Egal, ich habe hier Blumen für dich. Was soll das überhaupt alles? Eine Mischung aus wissenschaftlicher Forschung und persönlichem Interesse. Mich interessieren die Veränderungen, die diese Arten in den Jahrhunderten erlebt haben. Und ich finde sie schön. Ich habe hier Blumen für dich. Genau, wonach ich gesucht habe. Wie versprochen, deine Kronkorken. Ja, cool. Ich hatte aber nur 3 im Gepäck, okay. Kann ich dir helfen? Sammelst du noch Astern? Ich halte die Augen nach weiteren Blumen offen. Vielen Dank. Ich bin einfach nicht dafür geschaffen, die Insel zu durchkämmen. Okay, gut zu wissen. Willst du dir eine Sammlung aufbauen oder was? Ich hätte Blutblätter. Oder Hochblumen. So, schön einsammeln hier. Na, ist da auch noch eine? Ja, komm. Da. Meine Güte, was ist denn hier mit meiner Stimme wieder los? Ich rede anscheinend arbeitstechnisch zu viel. Und irgendwann versagt sie. Einfach so. So, dich habe ich. Ach, hier sind auch noch welche. So, komm mal her. Komm, Put. Hier unten sind keine drin. Ah, Melonen. Okay. So, was haben wir hier? Ein Schachbrett. Offenbar bist du sauber. Also, was willst du hier? Oh, Haarklammern. Nett. Ja, ich rede gleich mit dir, Mister. Vorher klaue ich noch ein bisschen Munition. Hi. Entschuldigung. Offenbar bist du sauber. Also, was willst du hier? Was kümmert's dich? Ich schaue mich nur mal um. Das geht dich eigentlich nichts an, oder? Ich bin hierher gekommen, um Kasubi zu finden. Was kümmert's dich? Tut es eigentlich nicht wirklich. Nur kaum Besucher in letzter Zeit. Dieses neue Mädchen. Und jetzt du. Diese Kasumi ist wohl ganz in Ordnung. Vielleicht ein wenig verwirrt. Aber sind wir das nicht alle? Nicht, dass mich jemand fragen würde, aber es wird alles einfacher, sobald einem klar wird, dass nichts wichtig ist. Was du bist, woher du kommst, lass es einfach los. Dann wird das Leben einfach. Gibt es irgendwas, das dir was bedeutet? Sarkastisch, du musst der Knaller auf jeder Party sein. Hört sich ziemlich trostlos an. Ja, da hast du wohl recht. Gibt es irgendwas, das dir was bedeutet? Ich meine, Überleben ist besser als nicht überleben. Alles andere ist doch nur Ballast. Naja, ich habe vor kurzem als Händler angefangen. Ich habe zwar nicht viel, bin aber immer für einen guten Deal zu haben. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst. Ich habe es zwar vermutlich nicht, aber lass es mich trotzdem wissen. Der ist gut. Kannst du mir was Interessantes über Arcadia sagen? Auf keinen Fall. Hast du dir das hier mal angesehen? Tod durch Langeweile ist eine ernste Gefahr. Komm schon. Lust, ein bisschen zu handeln? Also, was ist deine Geschichte? Ich? Gibt keine Geschichte. Zumindest keine wichtige.
Wie gesagt, es lohnt nicht daran festzuhalten. Aber schön, dass du fragst. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. So, kann ich doch mal mit dir reden? Hi. Brauchst du was? Ich guck mal. Klar, ich schau mal, was du hast. Wer weiß, vielleicht habe ich ja was Nützliches dabei. Also irgendwie redet er komisch, oder? Was hast du denn? Okay. Ein bisschen Rüstung vielleicht? Oh, was ist das denn? Oh, Wert 17.340. Ich hätte die so gern. Okay, folgendes. Hab ich was zu Dingsten? Jägerkapuze, gelber Trenchcoat. Wie viel hast du denn? Ja, komm, das kannst du haben. Das kannst du haben. Nein, oh, ist egal. Verliertenkleid, was soll's. So, das. Und schenke ich dir auch. Was habe ich denn noch Schönes? Komm, das esse ich sowieso nicht. Oh nein, meine Katze. Ich krieg eine Krise. Ich weiß wieder nicht, was mit ihr los ist. Sie ist nur am Meckern. Okay, okay. Reicht. Dankeschön. Oh, was liegt denn da? Cox Tagebuch. Hab Faraday geholfen, was von Dimas Zeug in den Beobachtungsbereich zu schaffen. Ist schon schlimm genug, dass der Kram so schwer ist, aber Faraday besteht immer darauf, dass ich meine Taschen näher mache, falls ich was dabei habe. Dass die empfindliche Ausrüstung beschädigen kann. Bla bla bla. Ich verstehe, der Junge ist verknallt, aber ich konnte mit einem Vorschlaghammer auf Dimas Computer hauen und da würde nichts passieren. Wir waren oben im Beobachtungsbereich und ich habe gerade alles auf den Tisch geschafft. Da kam Chase rein und brüllte Faraday wegen eines außerordentlichen Treffens an, das sie jetzt abhalten mussten. Also ist Faraday verschwunden und ich musste die Computer allein rumschieben. Einen Moment mal bitte. Katze, Ruhe jetzt. Einen Moment. Lili ist gut jetzt. Es tut mir leid. Ich bin zu Dima und habe mich beschwert, aber er meinte nur, ich müsse mich auf die Negativität in mir konzentrieren und die Leute so akzeptieren, wie sie sind. Jupp, mal wieder ein ganz toller sonniger Tag in Arcadia. Okay. Was stimmt mit dem Kerl nicht? Kann ich eigentlich meine Taschenlampe ausmachen? Ah, ist ein bisschen dunkel, ja. Brauchst du was? Nein. Oh, hier sind ganz viele Leute. Die haben hier ganz schön viel Munition. So, wer bist du denn? Was ist denn? Ach, Chase. Ah, egal. Schon gut. Ist ja gut. Oh! Ja! Ja! Du hast eine Ausgabe des Insel-Almanach gefunden. Du erleidest 10% weniger Schaden durch strahlungsbasierte Angriffe. Nehme ich doch gerne. Kämpfe werden mit Fäusten gewonnen. Kriege mit Köpfchen. Du bist also dieses neue Mädel aus dem Commonwealth. Es ist so herrlich, mal wieder jemanden aus der Heimat zu sehen.
Kasumi möchte leider nicht darüber reden, aber wie ist die Lage dort so? Hallo Miranda. Du siehst das Commonwealth als deine Heimat? Ernsthaft? Bist du nicht ein Zünd? Ist noch genauso wie früher, soweit ich das beurteilen kann. Irgendwie glaube ich, dass es jeden Tag schlimmer wird. Ich glaube, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Du siehst das Commonwealth als deine Heimat? Ernsthaft? Bist du nicht ein Zünd? Natürlich. Warum auch nicht? Schließlich komme ich von dort. Ich würde es eines Tages zu gern wiedersehen, sobald sich die Lage hier beruhigt hat. Arcadia ist ja schön und gut, klar. Aber ehrlich gesagt, wird es doch ein wenig langweilig. Nicht so ungut, aber bist du verrückt? Sarkastisch, wenn das langweilig ist, will ich spannend gar nicht kennenlernen. Sie würden sich sicher über ein hungriges Maul weniger freuen. Warum gehst du nicht einfach? Du bist hier in Sicherheit, darauf kommt es an. Liebling, lass mich nicht warten. Ja, Moment mal. Was mache ich denn jetzt? Nichts für ungut, aber bist du verrückt? Oh du, ich denke, wir sind alle ein wenig verrückt. Wir sehen uns sicher noch. Pass auf dich auf. Warte mal, ich weg, Miranda. Entschuldigung. Irgendwann mal werden sich Zins und Menschen vertragen. Das weiß ich einfach. Shit. Ich kann's kaum erwarten, hier rauszukommen und zu reisen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, verkackt. So, herstellen. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte, aber es bedeutet, dass es Hoffnung gibt, oder? Warst du enttäuscht von dem, was du gefunden hast? Sarkastisch? Oh klar, etwas Hoffnung und Klebeband und schon sind all deine Probleme gelöst. In dieser Welt ist kein Platz mehr für Hoffnung. Das ist eine gute Einstellung. Hoffnung kann einem durch noch so schwere Zeiten helfen. Warst du enttäuscht von dem, was du gefunden hast? Ich meine, ich will nicht undankbar klingen. Ohne Arcadia und Dima wäre ich jetzt vermutlich tot. Schätze, dass ich mir irgendwie einfach mehr erhofft hatte. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Jetzt bist du hier und weiter? Nun, ich hoffe, das war es wert. Es wäre reichlich dumm zu glauben, dass du hier sicher bist. Du kannst von Glück reden, dass du einen Platz für dich gefunden hast. Jetzt bist du hier und weiter? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Ja. Hey. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Und schau mir den Rest der Welt an. Okay. Ich nehme an, dass du nicht lange bleiben willst. Hast du ein Problem damit, dass ich hier bin? Sarkastisch? Mann, nach so einer herzlichen Begrüßung will man doch gleich für immer bleiben. Das ist ein wenig unhöflich, findest du nicht? Behandelt ihr eure Gäste immer so? Ich werde vermutlich bald aufbrechen. Ich nehme das Sarkastische. Mann, nach so einer herzlichen Begrüßung will man doch gleich für immer bleiben. Das hier ist kein Ort für dich. Arcadia ist nur so sicher, wie wir den Ort machen. Wenn wir unnötige Risiken eingehen und achtlos sind, kann es übel werden. Und das schnell. Wenn ein Zünd bei uns Zuflucht sucht, nehmen wir ihn auf. Lassen ihn wie einen Zünd leben. Frei von Angst. Diese Beschreibung passt nicht auf dich. Das macht dich zu einem unnötigen Risiko. Nimm's nicht persönlich. Das Minimieren unseres Kontakts mit Außenseitern hat praktische Gründe. Gibt es irgendetwas, womit ich dich umstimmen kann? Mach einfach keine Probleme. Boah, ey Leute, ihr seid aber wirklich sehr nett. Entschuldigung. Oder? Willst du was kaufen oder so? Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Es ist kleiner, als ich es gern hätte, aber wir sind nicht genug, um irgendeinen größeren Ort zu füllen. Macht aber die Verteidigung einfacher. Egal. Wolltest du irgendwas oder nicht? Also, was ist deine Geschichte? Ich möchte nicht darüber reden. Ich hab's nach Arcadia geschafft, das zählt. Jetzt sorge ich dafür, dass der Stadt nichts zustößt. Eine neue, was? Muss
muss so sein, denn ich kenne dich nicht. Hör zu, es ist sinnlos, mit mir zu reden. Mein Kopf macht mich fertig. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Und warum quatschst du mich jetzt an? Meine Güte, was ist los? Sarkastisch, oh ja, ein richtiges 5-Sterne-Hotel habt ihr da. Guter Ansatz, hast bestimmt viele Freunde. Tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Was ist los? Wir machen es trotzdem, obwohl ich nicht reden will. Gott, lass jemanden bei dir eine Gedächtnislöschung verbocken und schau, wie du dich fühlst. Dann reden wir weiter, okay? Was meinst du mit Gedächtnislöschung? Oh, verdammt nochmal. Du bist ein Sünd auf der Flucht. Man geht zu jemandem hin, kriegt ein neues Gesicht und lässt sich das Gedächtnis löschen, damit ich das Institut nicht findet. Nur hat jemand meine versiebt. Und hier bin ich. Jetzt lass mich bitte allein. Okay. Hey. Hallo. Mir ist gerade wirklich nicht nach Reden. Willst du was kaufen oder so? Geh mir nicht auf den Sack. Ich wollte gerade mit Jewel reden. Ich bin einfach nicht für soziale Interaktion geschaffen, okay? Solange du das Zeug trägst. Ach, Nick. So, wieso habe ich jetzt eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt hier bei ihm verkackt habe? Dass die Geschichten hätten anders ausgehen können? Ah, okay, jetzt geht's hier eine Etage tiefer. Irgendwann mal werden sich Sünds und Menschen vertragen. Mm. Das weiß ich einfach. So, mit euch habe ich alle geredet. Fein. Und hier schlaft ihr alle. Okay. Dann ab nach unten. Da ist Kasumi, glaube ich. Die Schaltkreise sind total hinüber. Kasumi, ich rede gleich mit dir. Momento. Vielleicht, wenn ich die Sensoren umleite. Dogmeat. Die Energieausbeute bei den Dingern ist übel. Wer hat die denn entworfen? Kasumi Nakano? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Aber was arbeitest du denn? Du gehörst nicht hier, Kasumi. Dein Zuhause ist in Commonwealth. Deine Eltern haben mich geschickt. Du sollst nach Hause kommen. Ich bin ein Detektiv. Ich sollte dich finden. An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Also, sagst du mir jetzt, was du hier willst? Was nehme ich denn? Du gehörst nicht hierher, Kasumi. Dein Zuhause ist im Commonwealth. Du kommst von zu Hause? Und du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Oh doch. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Sünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Hast du einen Beweis dafür, ein Sünd zu sein?
Oder ich überrede sie. Kasumi, ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt an seiner Identität. Das ist Teil deines Lebens. Du hast niemanden ersetzt. Kenji und Rei, Entschuldigung, sind immer noch deine Eltern. Ich weiß, es muss schwer für dich sein. Dass du aus den richtigen Gründen hier bist. Hast du einen Beweis dafür, ein Sünd zu sein? Kleine Dinge. Träume, dass ich im Labor aufwache. Jahre als Kind, an die ich mich nicht erinnere. Und zu Hause war ich immer fehl am Platz. Kasumi, ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt mal an seiner Identität. Das ist Teil des Lebens. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Sünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Was für ein Problem gibt es denn in Arcadia? Ist eine lange Geschichte. Ich muss nur herausfinden, wie... Moment. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Deshalb hast du mich aufgespürt. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Wovon redest du? Wo soll ich nur anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebel Fahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Du vertraust Dima nicht und bist du nur seinetwegen hierher gekommen? Sarkastisch, ich persönlich finde kalkulierten Massenmord ja sehr beruhigend. Klingt alles nicht nach meinem Problem, Entschuldigung. Ich helfe, wenn ich kann, aber viel ist das nicht. Du vertraust Dima nicht und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Ich helfe, wenn ich kann, aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran, aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen, aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Zur Seite, dann zeigt der Meisterhacker dir, wie man das macht. Oh ja, okay. Wir sollten bei der nächsten Besprechung mithören. Den Schlüssel zu dem Raum habe ich schon. Ich krieg das hin, bleib einfach hier. Es ist einfacher, wenn ich mit Dima rede und ihn dazu bringe, ehrlich zu sein. Du sagst ja gar nichts. Wir sollten bei der nächsten Besprechung mithören. Den Schlüssel zu dem Raum habe ich schon. Wirklich? Super! Komm wieder her, sobald du was rausgefunden hast. Okay, decke Dimas Geheimnisse auf. Optional sprich mit Dima. Optional verschaffe die Zugang zum Lagerraum. Optional hacke Faradays Terminal. Alles klar. Und der besagte Raum ist... Wo? Nebenan, hat sie gesagt. Ah, okay, hier wahrscheinlich irgendwo. Gut, meine Lieben, die Folge ist nun leider wieder zu Ende. Es tut mir sehr, sehr leid, dass meine Untermieterin von Katze wieder ein bisschen Lärm gemacht hatte und ich mit meiner Stimme Probleme habe. Mein Gott, das ist ja heute wieder mega, mega schlimm. Gut,
Ich danke euch fürs Zusehen, für eure Likes, eure Kommentare und vergesst nie, ihr seid die Besten. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.